Schade, dass Helmut heute nicht da ist. Wo bin ich denn jetzt hier? Was? Morgu? Was ist ein Morgu? Was ist denn das? Was ist Morgu? Okay. Ich glaube, wenn ich da oft genug auf die Zeichnung gucke, kriege ich das auch hin, oder? Dr. Schmoker. Leichenschauer. Das ist die Pathologie? Was? Nee, echt jetzt? Oh. Blaubarsch, Dankeschön für 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Blaubarsch. Hier ist das gleiche. Ja. jetzt mal ernsthaft. Wer von euch hätte tatsächlich im Real Life Angst, als Nachtwächter oder Hausmeister nachts in einem Pathologiezentrum zu arbeiten, wo man alleine ist, wo man weiß, da liegen Leichen? Also ich glaube, ich hätte da Schiss. Auch wenn man weiß, da passiert eigentlich ja gar nichts. Aber man guckt ja immer diese fucking Filme, ne? Ne? Die Zombie-Filme und... Und dann bildet man sich auf... Stell mal vor, da bewegt sich auf meiner... Nee. Also wenn ich da arbeiten würde, wie jetzt er jetzt hier, und auf einmal, da ist alles dunkel, und da bewegt sich irgendwie durch rein Zufall eine Hand, flupp, von so einem Toten... Ich würde laufen, wa? Nee. Nee. Nee, könnte ich nicht. Das geht nicht. Hier kommst du gar nicht rein. Du guckst so viele Filme. Ja. Also. Resident Evil Real Life. Ja. Ich stell mal vor. Oh Gott, nee, könnte ich nicht. Nee, würde ich Panik schieben, wa? Ach, guck an, hier waren wir doch, ne? Kann man hier? Guck mal, so eine Zange hätte ich gestern Abend gebraucht. Das ist richtig scheiße. Okay. Es ist richtig groß, das Krank. Das ist so riesig. Du verläufst dich hier, ne? Hier kommt die kalte Hand. Ich gebe dir gleich die kalte Hand. Ey, das ist doch nicht normal, wie groß das ist. Ist das PD auch so groß? Weiß das einer? Hier auf Lucky? Das ist ja... Wo bin ich denn jetzt hier? Das ist ein Ausgang? Hä? Ach, das ist jetzt die andere Seite, ne? Verläufst du dich ja wirklich. Zu groß, total unbeliebt. Ja, es ist glaube ich, zu groß. Ja. Hier verläufst du dich ja wirklich. War ich hier gerade schon? Wie komme ich hier wieder nach oben? Ich bin doch im Keller irgendwo, ne? Nee, hier war ich doch gerade.
Wie komme ich denn hier wieder raus? Warte mal. Hier war der... Hier. Hier, Treppenhaus. Ja, genau. Hier geht's hoch. Okay. Verlaufen wir im richtigen Krankenhaus? Ja. Das ist schlimm. Der Server ist knapp einen Monat, da kann nicht alles total belebt sein. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube auch, wenn er... Obwohl, was heißt belebt? 270 Spieler? Ist schon belebt. Ja. Aber um das, die ganzen Flügel hier zu beleben, da muss der schon, was weiß ich, wie viel Erz die hier haben. Das ist ja unglaublich. So. Ach, ich habe immer noch nicht Hotkey zugewiesen, ne? Nee. Jill. Wenn die Pathologie belebt ist, mache ich mir Sorgen. Das weiß ich noch nicht. Ich denke mal, jetzt nächste Woche auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Ja, ich finde das auch, diesen Krankenhausgeruch, ne? Nicht gut. Gummi von Bärchen. Ja, hallo. Hallo, Jeff, wie geht's dir? Boah, lange nicht mehr gehört. Mir geht's denn gut, wie geht's denn dir, ey? Was für ein Gurt? Mir geht's denn gut und wie geht's denn dir, ey? Dir, ey? Mir oder was? Ja, wie geht denn dir, frag ich ja. Weil du gefragt hast, wie geht denn mir, dann frag ich dich, wie geht denn dir? Ja, pissen denn, Jeff? Oh, ich dich auch pissen denn. Was heißt das nochmal? Ich liebe dich. Wo? Ja, ich bin gerade auf Arbeit und du? Ja, nee, ich wollte, deswegen rufe ich an. Nee, mach ich heute vielleicht Freeman. Wenn du hast Zeit, dann können wir was unternehmen oder so. Da geh ich gar nicht erst arbeiten heute, weißt du? Ach so. Was ist denn so so gegen 22 Uhr? 22 Uhr? Alle gerne. Dann mach ich noch ein paar Erledigungen und dann soll ich die abrufen vor Arbeit oder was? Ja. Ja, muss ich mal gucken, dann rufe ich nachher meine Frau noch an und dann gucken, ob die schon mit dem Haushalt fertig ist. Ja, perfekt. Wenn mit 22 Uhr stehe ich vor deiner Arbeit, hole ich dich ab. Jeff? Ja. Wo bist du denn? Ich bin ja gerade im Park, ne? Achso, du hast frei, ne? Wir müssen mal reden. Ja. Ja, gerne. Mach du erstmal deine Arbeit nicht, dann gib Palave, ne? Okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Schon. Tschö. So. So. Dürüm ist nicht da. Also ich würde, was? Wenn ich als Hausmeister den Auftrag kriege, die Leichen rumzufahren? Dürüm ist nicht da. Oh, lecker rauchen, ne? Ja, wollen Sie auch eine? Nee, rauche nicht mehr. Au. Nee. Das ist gut. Ja. Wir kriegen es leider, also ich krieg's leider nicht ganz weg. Wie lang rauchen Sie schon? 24 Jahre. Oh. Das ist, ich habe, glaube ich, 35 Jahre geraucht. Ja. Dann habe ich ja noch Hoffnung, dass ich es doch noch schaffe. Ja. Und wie haben Sie aufgehört? Was? Wie... Wow. Nee, ich spiele nur mit dem Zippo immer rum. Das ist so eine dumme Angewohnheit. Sie spielen mit dem Zippo rum, machen Klick, Klick und dann machen sie... Ja, so, wissen Sie, kennen Sie dieses wie man Schattenschmerz hat und so? Ja. Schattenschmerzen? Ja, so Pseudo-Schmerzen, ja.
Ach so, ja. 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 Sie und sowas haben sie auch. Ja, mit dem Rauchen, da spielt immer mit dem Zippo, ne? Ja. Kinder beschäftigen. Ja. Sind sie zusammen? Nee. Ach so. Sie wollen aber gut zusammenpassen. Ja. Ah, okay. Nee. Ja. Nee, Frau Kollegen. Hopp ist mir zu anstrengend. Wieso? Danke. Warum zu anstrengend? Weil sie komisch Auto fährt. Nur deswegen? Sie ist halt eine Frau. Was? Frauen sind anstrengend. Falsch verstehen, Marco. Ja. Nein, ich gehe nicht segeln. Was hat er mit Segeln zu tun? Ich bin nicht vom anderen Ufer. Was? Was für ein Ufer? Sind Sie Schwimmer? Nee, eben nicht. Ich gehe doch nicht hier baden, um Gottes Willen. Ach so. Aber da kam mal einer, der hat gefragt, ob ich vom anderen Ufer bin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht vom anderen Ufer. Ich gehe nicht segeln. Was hat das mit dem Segeln zu tun? Na, ich dachte, wegen Ufer und Ufer. Ja. Okay. Ja. Ja, jo, dann bin ich wieder drin. Dann noch viel Spaß, ja? Haben Sie mich jetzt etwa ausgelacht? Nee, würde ich nie tun. Warum? Das hat sich eben so angehört. Da war vielleicht ein leichtes Lächeln, weil ich sie hübsch finde. Oh. Das Gesicht, warte mal. Nennt man das nicht Lügen? Was? Patricia, guck mal. Den Ausdruck des Gesichts hast du schon in deiner Liste. Schlag mal nach. Ja, der kommt bei Lügen vor. Haben Sie da so, was haben Sie da für ein Programm? Nee, das ist kein Programm. Ich kann Gesichter nicht gut zuordnen. Ja. Also habe ich mir aufgeschrieben, wenn jemand irgendein Gesicht sieht oder so, dann weiß ich, kann ich nachgucken, was ich dazu aufgeschrieben habe. Ach so. Okay. Ja. Ja, dann bin ich wieder drin. Bis später. Okay, bis später. Ja. So. Ach so. Wissen Sie, ob... Ja, bitte. Wir gehen nachher so gegen 23 Uhr mit allen Kollegen runter ans Pier, an den Strand. Ein Bier? Falls Sie... unten am Pier, genau. Ja, was ist da? Da treffen wir uns mit Kollegen und gehen gemütlich was trinken. Ist da Party oder sowas? Ja. Auch also, Musik? Wir machen... Das weiß ich nicht. Am besten mal den Herrn Hopfner ansprechen. Der ist der Initiator. Der müsste gleich wiederkommen, ja. Ach so, ist wieder auf Einsatz, ne? Der ist schon wieder unterwegs, ja. Ja, okay, danke schön. Ich überlege mir das. Ja, danke. Ja, gerne. Das lieb. Hopfner, Initiator von Partys. Mhm, alles klar. Jetzt wird er noch Veranstaltungsleiter. Hopfner, Junge. Ja. Also RTW 1. Achso, doch. Wer ist das denn hier? Joho. Der Hopfner, ich werd bekloppt. Gleich schlendert er am Strand lang. Rechts und links eine Frau im Arm. Ja. Hm? Hopfner live. So. So. Was? Ja. Den Lappen hast du im Kopf. Was hab ich im Kopf? Was? Kriegt man, wenn man. Smoker? Wenn man Prime hat, kriegt man dann ein T-Shirt? Ja, bitte. In OP1 ist die Birne kaputt von dem Flutlicht. Das müsste mal, wenn es machbar wäre, ausgetauscht werden. Was? Das Flutlicht ist in OP1 kaputt. Wo ist denn OP1? Soll ich Ihnen das kurz zeigen? Was? Das Licht oder was? Die Birne? Was meinen Sie jetzt? Das Licht in OP1. Ja, wie heißen Sie nochmal? Bauer ist mein Name. Nein, nicht vom Beruf, Ihr Name. Mein Name ist Kai Bauer. Ach, Kai, ach so, Sie heißen Bauer. Ach ja, so. Ja. Ja. Ja, dann kommen Sie, zeigen Sie mal. Okay. Also das
das ist Kai Bauer. Der stottert im Real Life, das ist also nicht gespielt. Und ich habe damals schon mit ihm sehr, sehr oft und viel gelacht. Er über mich, ich über ihn. Und er nimmt mir das nicht übel. Ich habe auch früher so Stotter-Sachen, Witzchen mal gemacht und da lacht er selber drüber. Hier oben, also, das, ne, keine Sorge. Ist kaputt. Was ist kaputt? Das Licht da oben. Ja, Herr Bauer, hören Sie, passen ja. Sie mal auf. So, klick. Herr Bauer, da ja. Müssen Sie einfach einen Lichtschalter anmachen, dann gehen die Lampen an. Ist an, sehen Sie, gucken Sie. Oh. Ja, oh. Ne? Ich habe das bei der OP ja, versucht. Da, Herr Bauer, ist nicht schlimm, dafür bin ich ja da, ne? Dass ich da gucke. Also einfach Lichtschalter anmachen, dann geht das Licht auch an. Vielleicht war ja ein Wackelkontakt oder so, weiß ich nicht. Ja, ne? Ja, okay. Ja, wie geht's Ihnen sonst? Mir geht's echt gut. Ja? Ja. Und Ihrer Frau? Frau, ich hab keinen, ne? Wie alt sind Sie? 26. Okay. Aber wie wollen Sie denn eine Frau? Irgendwann mal. Irgendwann ja. Kommt die richtige, ne? Ja. Das ja. Habe ich bei meiner Dürrem auch gesagt. Ja. Bei der Dürrem. Okay. Ja, das ist voll Liebe, ne? Ja, waren Sie schon mal richtig verliebt? Sind Sie eigentlich Doktor oder Sanitäter oder was? Sind Sie auch Hausmeister? Ich bin und Doktor. Sind Sie Arzt? Ja, ich bin Arzt. Was machen Sie hier? Ich habe die Fachrichtung in Medizin und HNO. Was? Han was? Han Solo? Hals, Star Wars? Habe ich auch gesehen, Herr Bauer. Haben Hals, Sie auch den... Nasen-Ohrenarzt. Wie Hals, Nasen, Ohr, was? Ja, ich bin Arzt für die, hört sich jetzt blöd an, aber für die Eingeweide in ihn und Hals, Nasen, Ohrenarzt. Ah, Sie können nach Ohren gucken und so? Ich kann nach Ohren gucken, ja. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Welchen? Ich hab da im Ohr, ne, da, wenn ich mit dem Finger da in mein Ohr rumfummel immer, ne, das klebt immer in meinem Öhrchen dann der Finger. Können Sie da mal reingucken, ob da was drin ist? Ja, das kann ich machen. Okay. Kann ich ja stehen bleiben, ne? Ja, dann hole ich mal was für das Ohr. Ja. Ich bin sofort wieder hier. Natürlich. Ich warte. Ich gehe gleich zum Dönerfritzen. Was? Toll esse gerade. Was? Panze, wie geht's dir? So, dann guck ich mal. Ich mache mal die Haare beiseite. Vor. So ein bisschen. So. Ja. Gucken Sie da jetzt rein mit so einem Gerät mit Licht? Ja, ja. Okay. Achtung, ich gucke. Oh, das fühlt sich aber komisch an. Das fühlt sich so schmierig in meinem Öhrchen an. Ja, Ihr Ohr müsste mal sauber gemacht werden. Das habe ich erst letztens sauber gemacht. Wann ist denn letztens? Wie alt bin ich jetzt? Ich bin jetzt 48. 48 hatte... Auf dem 42. Geburtstag war meine Mutter da. Die hat gesagt, Jung, guck mal nach deine Ohren. Wie lange ist das jetzt her von 42 bis 48? 6 Jahre. Sechs Jahre, ja. Da müsste man wieder gucken. Ja, okay. Was haben Sie jetzt da drin gesehen in meinem Ohr? So, das nennt man Ohrenschmalz. Okay, können Sie das wegmachen vielleicht? Ja, das kann ich machen. Okay. Dafür müssten wir uns aber da hinten einmal hinsetzen. Wo? Kommen Sie mit. Ja, Herr Bauer, ich folge Ihnen.
setzen Sie sich einmal da aufs. Kann ich mich auch legen? So auf die Seite? Nee, dann spült das Wasser das nicht ab. Ja. Okay. Ich hol mal kurz. Ja, ja. Ich wach dir, Herr Bauer. Ich lauf nicht weg. Okay. So. Und er ist ein ganz lieber. Der Kai ist ein total lieber. Ja. So. Ja. Dann spüle ich einmal ihr Ohr aus. Das kann jetzt etwas. Das heißt, die ganze Suppe läuft ja jetzt raus? Ja, genau. Und wo rein? Auf dem Boden? Nee, in einer. Weil das könnte ja klatschen bei der Höhe. In eine was? Nierenschale? Ja, genau, das nehme ich als, ja. Okay. Auffangbehälter. Okay. Das fühlt sich jetzt etwas komisch an in ihr Ohr. Okay. Okay, dann fange ich mal an. Achtung. Ja. So, das Wasser an. Ja. So. Waren Sie das? Ja, das war ich. Saugen Sie da was raus? Ja, Ihr Ohr schmalz. Ja, das hätten wir. Ja. Jetzt müssten Sie auch wieder bis den in der Park, danke schön. Können und es ist nicht mehr so. Schmierig in ihr. Warten Sie mal. Da ist irgendwas. Haben Sie was drin vergessen? Gucken Sie noch mal rein. Warte, ich gucke. Ist das ein Pümpchen? Oh, da ist noch was. Warte, das sehen Sie? Ich auch. Da ist noch was in meinem Öhrchen. Nehmen Sie noch mal das Gerätchen, auch. Genau. Sauge ich noch mal aus da. Ja. Okay. Haben Sie es? Ja, ich hab's. Ah, oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, ist das fühlt sich jetzt. Ich höre jetzt viel. Hallo. Ich höre das alles viel klarer jetzt, auch wenn ich selber rede. Ja, ja. Ja. Ist das nur ihr oder auch bei dem anderen Ohr? Was? Ist das nur ihr oder am anderen? Und da ein Ohr auch. Ja, aber Sie sind doch der Arzt, weiß ich doch nicht. Dann gucke ich im anderen Ohr auch noch mal. Warte, können Sie sich an das rumsetzen? Ja, ich kann ich, warten Sie, ich bleibe hier so bleibe ich Ihnen stehen, da. Ich kann das Köpfchen ja was neigen. Dann gucke ich noch mal. Gucken Sie erstmal rein. Mhm. Oh ja, da ist auch Ohrenschmalz. Ja. Oh ja, da müssen wir auch einmal spülen. Einmal durchspülen, ne? Ja, genau. Ja. So wie und eben. Ja. Okay, dann hole ich noch mal etwas. So. Jo, und. Wann geht's los? Sagen Sie mir Bescheid, ich habe Angst. Ja, und Achtung, jetzt geht's los. So. Oh ja, da ist ordentlich. So, okay. Haben Sie raus? Ich gucke eben im Ohr. Da ist noch was. Ich muss noch einmal spielen. So, und Achtung. Wann? Jetzt, Achtung. Jo, ist okay. So, das müsste es gewesen. Ja, sind Sie sicher?
Ich gucke, einen Moment. Jetzt sagen Sie mir nicht, da ist noch was drin. Nee, es ist okay. Ja, gut. Das ist schön. Das ist klasse. Dankeschön, Herr Bauer. Nicht darf. Ja. Ja. Ich bin was müde jetzt. Kommt das von der Behandlung? Nee, das kommt nicht von der Behandlung. Ja, okay. Vielen Dank, ja. Oh, nicht dafür. Ja. Können Sie mich wieder nach vorne bringen? Ich verlaufe mich hier immer. Ja, mache ich. Ja. Sind Sie schon lange Doktor? Puh, ja, ja. Wie lange, wenn ich fragen darf? Seit 2 Jahre. Da waren Sie aber früh fertig mit Medizin, richtig? Ja, ich habe auch früh angefangen. Mit wie vielen Jahren? Boah. Ich habe angefangen mit, lassen Sie mich überlegen, jetzt bin ich 26. Ja, mit 8, also und nach Schule. Also mit 16, 17, ne? Mit 17, 18. Ja, okay. Ja. Ja, das ist ja gut, ne? Ja. Ja. So, ich muss mal gucken, ob meine Frau, ob die schon aufgestanden ist. Das ist eine Langschläferin, ne? Oh, okay. Ja. Warte mal. Nee, die ist immer noch nicht wach. Nee. Und gleich kriege ich wieder Ärger, warum ich so oft angerufen habe. Wenn ich sie wecke. Ja. Oh, nicht gut. Nee, nicht gut. Okay, danke schön, Herr Bauer. Ah, nicht dafür. Ja. Wissen Sie, wo der Herr Hopfen ist? Der ist, glaube ich, noch nicht da. Ach so. Warte, ich rufe den mal an. Muss was fragen. Ja. Okay, ich bin wieder vorne, falls noch was ist. Ja, danke schön. Okay. Wo habe ich den? Ach hier. So. Auch nicht. Was ist denn heute los? So. Hallo. So. Hallo. Was ist die Frage? Ist die Frau... So. Ich gebe ein Bonbons. Weißt du, Himbeeren-Bonbons gebe ich hier immer. Aber ich habe die Tüte gekauft, aber sie ist nicht da. Ja, hat sie schon gesagt, dass sie da mal welche bekommt von ihm. Hat sie gesagt nervig oder hat sie gesagt nichts? Nee. Nö, nichts weiter. Auch Lomi, dankeschön. Das ist ja lieb. Pharao Mann, dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank für die Hey, Herr Ausweis, ja, wohin? Hab Feierabend gemacht. Ruhe. Ja, wie läufst du denn rum? Ja, habe ich ein bisschen Kleidung geändert. Du siehst ja aus wie so ein Hawaii-Surfer. Was, Hawaii? Hawaii, wo die so surfen auf so Wellen und so. Ach so, nee, bei Friseur war ich vorgestern, glaube ich. Nee, ja. Bisschen wie die Spitze schneiden, ein bisschen Gel, ne, Gel hochstehen. Und der andere Hose war, andere war immer war schon ein bisschen stinken, ne? Ja. Und dann wollte ich unbedingt haben, eigentlich so Schlips, aber gab es nur Flips und Flops. Deswegen habe ich die dann genommen. Ja. Jeff? Ja. Können wir zweimal reden? Ja, Emmy. Komm mal mit. Ja, ja.